Hey, heute gibt's Pizza. 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 Pizza, 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 Pizza. Und damit herzlich willkommen zurück. Übrigens, ich freue mich sehr, dass ihr mir wieder eure Zeit schenkt. Sage jetzt an dieser Stelle schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir wollen auch gar nicht lange rumreden heute. Wir wollen loslegen bei Tasty for You. Heute gibt es Pizza, 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 Pizza. Lasst uns loslegen mit dem besten und schnellsten und leckersten Pizzateig, den man machen kann zu Hause. Das Einzige, was man haben muss, man muss ein bisschen Geduld haben, denn der Kollege braucht ein bisschen Zeit zum Reifen und zum Ruhen. Denn wie heißt es schon in einem alten Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft. Pizza, 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 Pizza. Und damit kommen wir auch zu den Zutaten. Wir benötigen 250 Gramm Mehl Typ 00. Das ist das Mehl, was die Italiener erfahrungsgemäß nutzen, um ihren Pizzateig zu machen. Eignet sich hervorragend dafür. Dann benötigen wir hier in diesem Fall 10 Gramm Zucker, etwas Salz, nämlich 7,5 Gramm. Aber wenn es 7 Gramm sind oder 8 Gramm sind, macht es nicht wirklich einen Unterschied. 2 Gramm Frischhefe oder das Äquivalent zur Trockenhefe und 150 Milliliter Wasser. Beim Wasser gebe ich euch immer den Hinweis, wiegt es ab mit einer Waage, nicht mit einem Litermaß oder sowas. Das ist zu ungenau von der Mengenangabe her. Immer das Wasser abwiegen. Und dann geht es auch schon los. Pizza, 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 Pizza. Wir haben hier eine Knetmaschine. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in der großen Schüssel von Hand machen. Ich bin stinkend faul. Ich bin eine faule Sau. Ich mache das immer mit einer Knetmaschine. Also das Mehl hinein. Dann kommen die anderen Zutaten dazu. Salz und Zucker. Jetzt, und wer schon ein Video von mir gesehen hat, wo es um Teige geht, wisst ihr immer, jetzt kommt der Schneebesen. Einmal kurz das Salz mit dem Mehl vermischen. Mehr ist das Ganze nicht. Dann nehmen wir die Hefe. Ist wirklich nicht viel. Schwupps, einfach auch hineinbröseln. Und dann kommt das Wasser hinzu. Vielleicht nicht gleich alles. Runter, zack, anstellen, fertig, laufen lassen. Genauso läuft das. Pizza, 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 Pizza. Übrigens von der Menge her, die ich euch hier zubereite, reicht es ungefähr für 2 Pizzen, also für 2 Personen. Die Rezeptangaben sind allerdings das Doppelte von dem, was ich hier gerade zubereite. So könnt ihr euch dann auch einen Teil einfrieren. Auch das geht super mit dem Teig oder auch mal einen Tag in den Kühlschrank und dann am nächsten Tag zubereiten. Flüssigkeiten alle dazu und das kann schon wieder in den Spüler. Sobald sich die Zutaten also richtig schön vermengt haben, stellt ihr die Maschine einmal aus. Nehmt einmal den Arm hoch. Und wenn ihr habt so eine Teigkarte, wenn ihr nicht habt, könnt ihr auch jeden Spachtel nehmen, hier so einen Gummischaber oder was auch immer ihr gerade zu Hause habt. Oder auch einen Löffel. Und dann kratzt ihr einmal den Rand so richtig schön sauber. Das war's auch schon. Arm wieder runter. Und jetzt stellen wir das Ganze auf mittlerer Stufe und lassen es 10 Minuten kneten. Da müssen wir nichts machen. Können wir in der Zwischenzeit hier mal kurz durch Instagram scrollen oder was auch immer. Pizza, 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 Pizza. So, zack, Maschine aus. Nach 8 Minuten sieht der Teig bei mir super aus. Ihr könnt das Ganze auch mit der Hand kneten. Müsst dann allerdings die Konsistenz, die die Maschine hat, ein bisschen durch Zeit ausgleichen. Das heißt, knetet einfach 2, 3, 4 Minuten länger, einfach bis ihr so einen richtig schönen, geschmeidigen Teig habt, der auf gar keinen Fall mehr klebt. So, und jetzt geht's auch schon los. Wir nehmen das Ganze aus der Maschine und teilen es in 2 gleich große Stücke. Los geht's. Und ihr merkt schon beim ersten Mal anfassen, das ist ein super, super geschmeidiger Teig. Schaut mal hier. Übrigens ist es auch immer eine Frage von Geschwindigkeit. Wenn man beim Berühren nicht so lange dran ist, dann klebt er nicht. Wenn man allerdings die Flossen so ein bisschen länger dran hat, dann klebt er auch mal ein bisschen. Also immer ein bisschen flott sein. So, dann rollt ihr das Ganze zusammen. So, wie ich das hier mache, einfach so ein bisschen zusammenrollen. Und jetzt haben wir hier so ein Stück Teig. Das teilen wir jetzt. Ich habe hier so eine Teigkarte, damit kann man das kurz machen. Macht es einfach so, dass ihr 2 ungefähr gleich große Stücke habt und da bekommt ihr 2 super schöne Pizzen raus. Und jetzt macht ihr folgendes, rollt das Ganze nochmal wie so ein Brötchen auf. Und wenn ich sage rollen, dann macht ihr immer eine Kralle. Und das hat nämlich zur Folge, dass ihr den Teig wirklich richtig schön zu einem Schluss zusammenrollt. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn das dann fertig ist. Auf dem Tisch rollen. Und wenn ihr jetzt mal guckt, hier seht ihr, das nennt sich Schluss. Also quasi, das ist der Abschluss dieses Teigstücks. Und das haben wir jetzt unten. Jetzt packen wir dieses Stück Teig einfach in eine vorher eingeölte Plastikschale. Das gleiche machen wir noch mit dem zweiten Stück.
Und ihr seht auch hier wieder, der Schluss ist unten. Wir packen das Ganze rein. Wie gesagt, die Form habe ich ganz leicht eingeölt, damit ihr den Teig am Ende dann wieder ein bisschen besser rausbekommt. So, und was machen wir jetzt damit? Ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir decken es ab und lassen es draußen stehen, je nachdem, wie warm unsere Räume sind. Oder wenn wir wollen, dass es nicht ganz so schnell aufgeht und wir es vielleicht erst morgen Abend oder vielleicht auch noch später machen wollen, dann geben wir das Ganze in den Kühlschrank. Den Unterschied und was dabei rauskommt, das zeige ich euch jetzt gleich. Diese beiden decken wir jetzt aber ab und die kommen erstmal an die Seite. Bei dem Pizzateig ist es ganz, ganz wichtig, dass er sich entwickeln kann, dass er Zeit zum Reifen hat und das machen wir über Nacht. Das heißt, ihr könnt super schön, könnt ihr heute den Teig machen für zum Beispiel die Pizza, die ihr morgen Abend essen wollt. Zwischen 12 und 24 Stunden ist super. Er muss auf jeden Fall reifen, Minimum 8 Stunden. Und wie gesagt, das ist das Wichtigste daran. Macht keinen Fehler. Ihr könnt nicht viel falsch machen, also macht euch keine Sorgen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie der Unterschied ist, ob ich das Ganze nun draußen stehen lasse, das heißt bei Zimmertemperatur. Wir leben ja so ein bisschen hier im Süden unter der Sonne und haben vielleicht ein bisschen andere Temperaturen. Also ich habe hier so 22, 23 Grad eigentlich immer bei mir in der Küche und von daher ist das so die Temperatur, bei der er gestanden hat. Und wenn ihr jetzt gleich mal gucken sollt, das ist der Teig, der über Nacht draußen gestanden hat. Das ist der Teig, den ich jetzt, ich gucke mal kurz auf die Uhr, vor 3 Stunden aus dem Kühlschrank genommen habe. Und jetzt seht ihr mal den Unterschied. Also ihr seht, der rechte Teig ist natürlich derjenige, der schon länger Zeit zum Gären hatte, der schneller sich entwickeln konnte. Und bei diesem hier würde das jetzt noch ein bisschen dauern. Den könnten wir zwar auch schon verarbeiten, aber der würde sich natürlich auch noch in Richtung des anderen entwickeln, wenn wir ihn noch länger draußen stehen lassen können. Wir werden sie jetzt beide verarbeiten. Aber bevor wir das machen, baue ich das Set hier einmal kurz um. Denn ich will euch auch noch etwas anderes zeigen. Und nämlich wollen wir aus dem Teig eine leckere Margherita machen. Das heißt, wir machen jetzt als erstes den Tomatenbelag, den wir oben drauf brauchen. Pizza, 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 Pizza. Für den Tomatenbelag brauchen wir gar nicht viele Sachen. Wir brauchen eine Dose geschälte, geschnittene Tomaten. Das können auch ganze Tomaten sein, die ihr zerdrückt, die ihr zerschneidet, wie auch immer. Wir brauchen eine gepresste Knoblauchzehe und eine Prise Salz. Das Ganze packen wir jetzt zusammen in einen Topf, kochen es ganz kurz auf und stellen es dann wieder zum Abkühlen an die Seite. Das war's auch schon. Pizza, 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 Pizza. Das war jetzt keine Zeitraffer-Induktion, geht wirklich so schnell. Also einmal kurz aufkochen und immer schön vorsichtig sein. Wenn ihr dann so weißes T-Shirt dann habt oder so wie ich jetzt über das Hemd, dann ist das auch schnell mal hinüber. So, das Ganze hat einmal aufgekocht, hat jetzt Temperatur, es riecht so richtig schön nach Tomate und nach Knoblauch. Und jetzt stellen wir den Herd aus und stellen das Ganze auf die Seite, damit es sich wieder abkühlen kann. So, übrigens geht es auch immer wieder um das Thema Pizzastein, ja oder nein? Ich habe mir da mal eine externe Meinung eingeholt. Viel Spaß. Pizzastein in den Ofen, ja oder nein? Das ist die Frage und die werden wir jetzt heute beantworten. Und das ist ganz klar ein Ja von mir, egal ob Flammkuchen, Pizza oder sogar die Tiefkühl-Margarita von Dr. Sonstwo. Ne? Also, wenn das Ding hier mal in Angebot ist für 9,99, muss ich mal so ein Teil mitnehmen. Wichtig ist nur, Ofen doppelt so lange vorheizen wie vorher und den ganzen anderen Scheiß vorher rauspulen, damit das Ding so richtig auf Temperatur kommt und heiß wird. Und dann kriegt das Ding von mir absoluten Daumen nach oben. Tschüss. So, nachdem wir nun alle wissen, Pizzateig ist also anscheinend von Vorteil, kann ich euch auch nur empfehlen. Es ist tatsächlich so, ein bisschen länger vorheizen, damit der Stein so richtig Temperatur hat. Und dann den Ofen auf volle Pulle. Ihr müsst immer eins bedenken, also wenn ihr irgendwo in Italien in irgendeine Pizzeria geht, die backen das in einem Holzofen, die haben in der Regel, keine Ahnung, 400, 450 Grad Hitze in dem Ofen. Die backen das Ganze 60, 70, 80, 90 Sekunden und dann ist die Pizza wirklich perfekt fertig. Das müssen wir natürlich ein bisschen kompensieren. Wir können es nicht ganz so heiß machen zu Hause, aber ich zeige euch ein paar tolle Tricks und einer davon ist zum Beispiel der Pizzastein. Also wie gesagt, greift zu, wenn ihr die Chance habt. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch auf dem normalen Backblech backen, aber auch das Backblech muss bereits Temperatur haben. Das heißt, wir bereiten jetzt unsere Pizza vor. Ich habe hier genommen ein Stück Backpapier, das habe ich ungefähr auf die Größe des Teiges gemacht, den ich ausrollen will, denn der Pizzastein ist ein bisschen kleiner. Und wenn ich es darauf mache, kann ich es nachher super schön runterziehen und darunter habe ich einfach ein Holzbrett. Macht es einfach so und dann könnt ihr das Ganze super einfach bearbeiten, schön vorsichtig natürlich.
Aber das klappt in der Regel ganz gut. So, das habe ich jetzt hier. Und wir kümmern uns jetzt um den Teig. Was wir natürlich als erstes brauchen, ist eine bemehlte Arbeitsfläche. Denn mit der bemehlten Arbeitsfläche stellen wir natürlich sicher, dass der Teig nicht klebt und dass wir das Ganze gut bearbeiten können. Wir nehmen als erstes den, der schon ein bisschen mehr gegangen ist, diesen Teig. Und auch dort ein bisschen Mehl obendrauf. Das ist kein Problem. Und jetzt pulen wir den vorsichtig aus der Form raus. Und ich habe hier den Fehler gemacht, gestern, dass ich die Form, nicht eingeölt habe. Deswegen hat er jetzt ein bisschen geklebt. Daher mein Tipp an euch, wenn ihr das macht, das Ganze schön einölen. So, und jetzt ist ganz wichtig, nicht mit den Fingerspitzen drücken, sondern immer schön mit den flachen Fingern das Ganze auseinanderdrücken. Und jetzt bringen wir das Ganze nur mit den Fingern ein bisschen auf Form und in die Form, in die wir es haben wollen. Wir können das Ganze auch mal ein bisschen ziehen. Der Italiener macht das ja auch gerne, dass es so über die Handflächen zieht. Wir sind ja nun keine Profis, aber so ein bisschen drin rumziehen geht das schon. Und ihr seht schon, der Teig ist super schön elastisch. Das kann man total klasse machen. Und hier wirklich die Pizza schön in Form bringen. Den Rand müsst ihr nicht so ganz flach drücken. Und ihr seht schon, das ist super schön. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich das Ganze möglichst gerade und in Form auf mein Stück Backpapier? Auch das ist ganz einfach. Dazu schlagt ihr einfach einmal so zusammen den Teig, dann noch einmal rüber. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, mit der Hand so drunter zu gehen und das Ganze dann aufs Brett rüber zu transportieren. Ich zeige euch das hier einmal. Also einfach ganz vorsichtig rauflegen. Auf das Backpapier. Und hier könnt ihr dann wieder das Ganze entfalten. Und jetzt mache ich hier einmal das Mehl weg und dann bearbeiten wir den Teig dort weiter. Und ihr seht schon hier, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Wie gesagt, der Teig hat gereift seit gestern Abend. Ich habe den gestern Abend gemacht. Das heißt, es sind jetzt ungefähr 16 Stunden vergangen. Und dann kann man den richtig klasse bearbeiten. Und jetzt fehlen nur noch die wichtigsten Zutaten für die Pizza. Und die sind, Achtung, ich zeige es euch als erstes, selbstverständlich die Tomatensauce, die wir eben zubereitet haben. Dann braucht es ein ganz bisschen Parmesan und dann braucht es noch etwas Mozzarella. So, und dann fangen wir auch schon an. Also hier auch nicht so viel. Das Ding soll nicht ersaufen in Soße. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das ist genau der Punkt. Viele machen halt einfach auch zu viel drauf und das wollen wir natürlich auch nicht. Also seid sparsam mit den Zutaten, das macht das Ganze am Ende des Tages noch viel leckerer. Lasst am Ende des Teiges immer so einen Zentimeter Rand ungefähr dort. Übrigens streiten sich da ja auch immer die Gelehrten. Ne? Ist nur der Rand das Beste oder der Teig das Beste? Also ich persönlich mag den Teig sehr gerne. Das heißt, ich esse auch den Rand sehr gerne. Aber das muss natürlich am Ende des Tages jeder selber wissen. So, und ihr seht schon, das genügt vollkommen. Den Rest können wir nachher nehmen für das zweite Teigstück. Jetzt nehmen wir wirklich ein bisschen Parmesan nur. Also wirklich ein ganz klein wenig. Das genügt schon und dann nehmen wir noch Mozzarella. Ich habe in diesem Fall Büffelmozzarella genommen. Ihr könnt aber auch jeden anderen nehmen, den euer Supermarkt zur Verfügung hat. Und jetzt kommt einfach noch ein bisschen Käse obendrauf. Das Ganze habe ich vorher auch schon zerrupft. Und so kommt das Ganze dann gleich in den Ofen. Und beim Ofen ist es halt wichtig, heizt den richtig knüppelheiß vor. Also so dolle, wie es geht. Und dann werdet ihr auch ein tolles Ergebnis erzielen. Und wenn ihr dann vielleicht noch einen Pizzastein habt, dann wird das Ganze noch besser. Fertig! Margherita alla Napoli! Pizza, 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 Pizza. Fast jedenfalls. Und wenn ihr die jetzt auf dem Brett transportiert zum Ofen, tut mir einen Gefallen
und haltet das Backpapier fest, weil das ist so glatt, sonst rutscht euch der Gemüsepfannkuchen hier nämlich nochmal schön auf den Teppich und das wollen wir auf gar keinen Fall. Ab in die Küche, jetzt geht's in den Ofen. So, ich habe euch ja bereits gesagt, der Ofen ist glühend heiß vorbereitet. Also schön vorsichtig, wenn ihr den Ofen aufmacht. Dort ist der Pizzastein. Und jetzt mache ich einfach Folgendes. Ich nehme meine Pizza und ziehe sie auf den Pizzastein. Total easy. Ofen zu. Und fertig. So, 8 Minuten sind um. Und mir beschlägt die Brille. Schaut mal, wie das Ganze aussieht. Jetzt nehmen wir es wieder genauso raus, wie wir es reingepackt haben. Das heißt, wir nehmen das Brett, ziehen es vor den Pizzastein und ziehen die Pizza einfach herunter. So, und jetzt geht's an den Tisch. Und ihr seht schon, das Ganze ist super knusprig. Und jetzt kann ich natürlich noch ein bisschen extra Mozzarella oben drauflegen. Und natürlich nicht zu vergessen noch ein bisschen Basilikum. Und ganz ehrlich, glaubt mir, viel mehr geht nicht. Mir ist richtig warm, weil der Ofen einfach so heiß war. Aber ich schneide das Ganze jetzt einmal an und probiere es mal. Mal gucken. So, das ist jetzt bestimmt wieder so heiß, dass ich mir den Schnabel verbrenne. Oh, das dampft noch. Wie mache ich das jetzt am besten, ohne dass es wehtut? Ich kann es kaum festhalten. Knusprig, weich und so lecker und so einfach. 5-6 Zutaten. Und man hat das leckerste Essen, was man sich vorstellen kann. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Zu einem neuen Video. Bis dahin abonniert gerne, wenn ihr Lust habt. Freue mich über jeden einzelnen Abonnenten. Wir machen jetzt noch ein paar schöne Fotos von der Pizza. Und dann werden wir die aufessen. Also macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Nachmachen. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie es gewesen ist.